herzlich willkommen zu unserem Abendprogramm hier auf der GPN. Sebastian und Moritz haben von selbst gesagt, sie tun Dinge im Internet. Wir werden uns jetzt erzählen, was DDoS ist und wie wir uns am besten dagegen schützen können. Viel Spaß beim Vortrag und einen kräftigen Applaus für die beiden. Ja, danke schön. Schön, dass ihr alle da seid. Es freut mich, dass ihr insbesondere rechtzeitig gekommen seid. Wir versuchen noch rechtzeitig aufzuhören. Wir wissen, DFB-Pokalfinale, ihr wollt da alle unbedingt hin. Kurze Show Fans, ist Freiburg, Leipzig, wem ist scheißegal? Ah. Okay, gut, dann... Dann erkläre ich das Eis offiziell für gebrochen und wir fangen an. Das ist Neuner. Neuner ist bei dem baden-württembergischen Landeshochschulnetz Backbone-Klempner. Ich bin Freelance-Network-Architekt, bin noch beim DENOC mit dabei. Das ist die Gruppe der deutschen Network-Operators. Wir machen zusammen den Spätzle AX, den schönen Internet-Exchange in Stuttgart. Und ja, ich würde sagen, das reicht auch an Vorstellung. Vielleicht noch ein kurzer Disclaimer. Wir beide sind Network-Engineers. Das heißt, für uns ist so Isolayer 1 bis 3 das, wo wir uns wohlfühlen. Sprich so das, wo die IP-Adresse aufhört. Und manchmal finden wir auch noch so Sachen wie Ports auf Layer 4, aber da hört es dann auf. Habt es bitte im Hinterkopf, wenn wir jetzt gerade den Vortrag halten und ihr irgendwas nicht seht, was ihr gewohnt seid. Das liegt einfach an der Natur unserer Gattung. Ja. Das sollte außerdem ein Einsteiger-Talk werden. Deswegen kann es sein, dass technische Details auf der Strecke bleiben. Dementsprechend, wenn euch ein Fachbegriff nicht perfekt genug erklärt ist, dann verwendet bitte Google und nicht insbesondere die YouTube-Kommentare in Zukunft. Und ja, wir sind hier eine Open-Source-Veranstaltung in Summe. Deswegen werden wir uns mit kommerziellen Lösungen, die in dieser Branche sehr häufig unterwegs sind, etwas bedeckter halten. Und vielleicht noch, es ist das Abendprogramm, deswegen entschuldigt schon mal vorweg den ein oder anderen schlechten Joke. Ja, damit an Neuner die schlechten Witze und was ein DDoS eigentlich ist. Sehr gut, danke schön. Also es geht naturgemäß los mit, was ist ein DDoS? Ja, also die Abkürzung kurz erklärt, ich fange hinten mit dem DOS an. Steht für Denial of Service, also es geht irgendwie darum, irgendwas dazu zu kriegen, irgendeinen Service dazu zu kriegen, dass der nicht mehr funktioniert auf irgendeine Art. Ich habe es jetzt hier mal an ein paar Real-World-Beispielen erklärt. Also zum Beispiel ganz links das Bild S-Bahn-Tür zugemauert, jetzt kann man den Service S-Bahn fahren nicht mehr benutzen. Ja, dadurch, dass jemand da eine Lücke gefunden hat. Danke, danke. Das zweite kennen vielleicht auch viele, das typische Bild Reddit under load, ja, also wenn irgendwie wieder jemand Großes drauf gelinkt hat oder da irgendwie was Großes passiert und dann sind die Server langsam oder es gibt irgendwie Wartungsarbeiten und es fehlt Kapazität. Ja, das ist dann auch auf irgendeine Art ein Denial of Service, weil der Service dann halt nachher nicht mehr tut. Das kann man dann auch irgendwie vielleicht erzwingen. Und dann auch noch ein ganz schönes Beispiel vom Dunkin' Donuts Distributed Denial of Service beim 26. Chaos Communication Congress. Als man sich noch mit Pinwänden organisiert hat bei Chaos Communication Kongressen, wer es noch weiß, und dann irgendwie hunderte Leute losgezogen sind zu Dunkin' Donuts und gerufen haben, Donuts, Donuts, Donuts. Ja, also andere Leute haben dann auch nichts mehr gekriegt. Und die meisten, die mitgekommen sind, auch nicht. Dann muss man jetzt gucken, DDoS ist so ein bisschen Sammelbegriff für viele verschiedene Dinge. Zum einen kann man unterscheiden, der normale Denial of Service, wo es jetzt quasi darum geht, dass ein Angreifer versucht, eine Applikation irgendwie in die Knie zu zwingen, also irgendwie eine Schwachstelle ausnutzt, um irgendwas zu überlasten, um irgendeinen Deadlock herzustellen. Und auf der anderen Seite den Distributed Denial of Service, wo es eben darum geht, dass man das halt mit ganz vielen Hosts von ganz vielen Quellen macht und eben das Ganze so weit hochskaliert und einfach ganz viele Quellen nutzt, um einen größeren Angriff hinzukriegen. Das ist dann meistens ein eher, ich sag mal, dummer Angriff, wo man einfach ja, durch große Mengen irgendeinen Service platt kriegt. Im Prinzip ist eine Art Vandalismus. Eine andere Unterscheidung, die man dann noch machen kann, wäre jetzt so die Unterscheidung zwischen Application Layer DDoS und einem Volumetric DDoS. Application Layer heißt im Prinzip, ich habe irgendeine Anwendung und ich schaffe es, diese Anwendung in die Knie zu zwingen, indem ich irgendwas ausnutze, was da Last verursacht. Also so ganz klassische Beispiele sind, es gibt irgendwo
zum Beispiel ein Ticketsystem mit vielen tausend Tickets und der Kollege macht eine Volltextsuche und alle anderen müssen dann 5 Minuten warten, bis die Volltextsuche fertig ist, weil die lockt die Datenbank oder irgend so ein Kram. Was es auch manchmal gibt, sind irgendwelche Suchfelder auf Webseiten, wo man dann auch eine Regular Expression eingeben kann als Suche und die kann man dann irgendwie ein bisschen komplexer oder rekursiver bauen und dann erzeugt es halt sehr viel Last. Und wenn man das dann halt nicht einmal macht, sondern halt irgendwie 100 Suchen, 1000 Suchen, 1 Million Suchen gleichzeitig laufen hat, dann ja, sorgt es dafür, dass die Applikation auch wieder nicht erreichbar ist. Oder Resource Exhaustion, wo es zum Beispiel darum geht, dass man irgendeine Ressource, die da ist, zum Beispiel TCP-Ports, einfach alle aufbraucht. Das gibt es dann gerne mal bei Webservern, wo man einfach ganz viele Verbindungen zu dem Webserver aufmacht, gar nicht wirklich was tut, aber so ein paar Tricks macht, dass die Verbindung halt offen bleibt. Und wenn der Server quasi alle TCP-Ports belegt hat, dann kann der einfach keine neuen mehr allokieren. Und wenn dann halt eine richtige Anfrage kommt, dann kann der nicht darauf antworten. Genau. Das sind jetzt so die Application-Sachen. Die interessieren uns als Netzwerker jetzt eher nicht so. Da würde man jetzt sagen, naja, dann fix halt deine Applikation. Ja, also guck halt, dass man da irgendwie keinen komplexen Regex reintun kann oder dass es irgendwie sinnvoll skaliert. Aus Netzwerkersicht kann man da jetzt nicht so wahnsinnig viel dagegen tun. Was für uns viel interessanter ist, sind die Volumetric DDoS. Also Volumetric heißt, ich mache ganz viel Bandbreite, also entweder ganz viel Megabit oder Gigabit oder Terabit oder ich mache ganz viel Packets per Second. Und es kommt dann so ein bisschen drauf an, was es bringen soll. Also Volumetric sorgt dann dafür, dass Verbindungen zwischen Routern, Switches irgendwie im Netzwerk komplett überlastet sind und halt für echten, legitimen Traffic nicht mehr so viel Platz da ist. Und viele Packets per Second belasten dann Geräte, die irgendwie Last beim Packet-Switchen haben oder beim Packets-Routen haben. Das heißt, die nur, also wo das Bottleneck quasi zuerst hittet, wenn man eine gewisse Anzahl Packets per Second als obere Grenze hat. Dann kann man halt zum Beispiel mit vielen kleinen Netzwerkpaketen arbeiten und hat dann schneller einen Effekt wie mit gleich vielen großen oder weniger großen. Genau, das sind da so die Unterscheidungen. Wie gesagt, DDoS ist so ein bisschen Sammelbegriff. Bei dem Volumetric geht es jetzt nicht nur darum, den Host selber zu überlasten, sondern man hat ja vor dem Host noch so ein paar andere Sachen. Ich habe das jetzt hier mal aufgemalt. Ganz unten, die Zielscheibe ist jetzt quasi ein angegriffener Server oder Service, der hängt irgendwie an einem Switch. Obendran ist ein Netzwerk, hier ist jetzt ein Netzwerk mal aus 4 Routern aufgemalt und oben an den Routern, da sind noch so Wölkchen, das sind jetzt zum Beispiel Internetprovider von dem Hoster oder von dem Netzwerkbetreiber oder Peerings, also quasi andere Netze im Internet, andere Netzbetreiber. Und so ein DDoS kommt halt von vielen Quellen rein, das heißt, es kann an unterschiedlichen Stellen eng werden mit der Bandbreite, die verfügbar ist. Das heißt, ich habe nicht nur unbedingt den Service, der da unten steht, überlastet, sondern ich kann auch weiter oben bis hin zum Transit oder in dem Transit-Provider-Netz ganz oben sogar irgendwelche Überlastsituationen haben. Und das gilt es natürlich zu vermeiden. Dann noch kurz die andere Frage, warum gibt es DDoS? Naja, weil Leute blöd sind. Also es gibt die Möglichkeit, Erpressung irgendwie zu versuchen, also so nach dem Motto, bezahl mir Bitcoin, sonst DDoS ich dein Netz weg oder so. Es gibt politisch motivierte DDoS, wo man dann irgendwelche Webseiten von irgendwelchen ja, Parteien zum Beispiel irgendwie versucht wegzukriegen oder Zeitungen oder was auch immer. Es wird auch eingesetzt, um irgendwie Konkurrenten zu schaden. Also wenn wir jetzt irgendwie ja, Firmen, Hackergruppen, whatever hat, die irgendwie in Konkurrenz zueinander stehen, dann kann man da irgendwie ja, Spielchen spielen. Ja, oder halt, ich persönlich würde das jetzt irgendwie unter Dummheit zusammenfassen. Ja, jemand hat keine Lust auf Prüfungen und dann kann man ja einfach gucken, auf welchem Server die Prüfung gehostet wird. Wenn es eine Online-Prüfung ist, dann kann irgendwie gucken, dass der nicht mehr geht. Genauso irgendwie ganz klassisch gibt es das bei so Spiele-Hostern, die haben ganz viele Probleme mit DDoS, wenn dann halt der eine versucht, irgendein Spiel zu spielen und gewinnt nicht und dann halt irgendwie mit dem DDoS versucht, den Server wegzureißen, auf dem er gerade verliert. Ja, also das sind so, glaube ich, die meisten Hintergründe. Das ist sicherlich keine erschöpfende Liste. Da gibt es sicherlich noch ganz andere Gründe. Also es hat im Prinzip eine Vielzahl von Ursachen. Aber woher kommt sowas denn in der Praxis? Ja, woher kommt sowas in der Praxis? Am Ende vom Tag muss man sich, glaube ich, als erstes die Frage stellen, make or buy.
bei dem meisten, was man so im Internet sieht, gibt es sogenannte Stressor-Services. Das kann man sich super günstig einkaufen, also grob 100 G kosten 100 Euro am Tag an Traffic. Und für die meisten kleinen Provider ist das eigentlich schon genug. Und es passiert leider sehr häufig, dass irgendwelche Kiddies ein paar Bitcoins gefunden haben irgendwo im Internet und das dann nutzen, um den Teamspeak-Server von dem anderen Clan wegzubolzen oder so. Die Slide ist jetzt vielleicht in dem Sinne ihr Marketing für irgendwelche Leute, für die man kein Marketing machen möchte. Was ich damit eigentlich zeigen möchte, ist, dass es unglaublich billig ist, so ein DDoS zu kaufen. Und damit dementsprechend man sich auch auf jeden Fall vorbereiten sollte, wenn man ein Netz betreibt oder einen Dienst betreibt. Weil 100 Gigabit Traffic wegmachen können hier, glaube ich, im Raum wenige, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber kaufen kann es hier jeder für einen Huni. Ja? Und wenn eure Website, euer Netz für einen Tag weg ist, für 100 Euro tut richtig weh. Falls ihr euch überlegt, eure Gamer-Buddies den Teamspeak wegzuschießen, dann sei vielleicht noch gesagt, Vorsicht, das sind alles Kriminelle und unter Kriminellen gibt es keine Ehre. Dementsprechend ist auch unglaublich viel Scam unterwegs. Es gab mal eine relativ große Research dazu, wie viele von denen eigentlich liefern oder das liefern, was sie können. Also die schönen fancy Zahlen sind leider auch dann nicht mal in dieser Branche das, was sie versprechen. Insofern Vorsicht beim DDoS-Kauf. Aber gut, wie entsteht jetzt so ein DDoS? Option 1 ist natürlich, wir gehen her, knacken uns eine Großzahl von Systemen. Ich glaube, jeder kennt das, irgendein verwundbares Linux, irgendein Windows-System im Internet. Die Glühbirne macht am DDoS mit, die smarte IP-Kamera oder eben die schlechte Netzwerkhardware. Ich möchte jetzt hier niemand direkt anschauen. Aber die Mitigation von sowas ist einfacher. Ja? Also die Komplexität hinter diesem Angriff gilt, oder die Mitigation gilt eigentlich darin, diese Systeme, die mich jetzt gerade angreifen, zu identifizieren. Und dann blackhole ich die halt und gucke, dass die mir keinen Traffic mehr schicken können und dann habe ich meine Ruhe. Das ist also einfacher. Mist, die Slide wollte ich löschen. Naja. Nun ja, also Option 2, wie geht das Schwierige? Ich habe euch mal ein kleines Netz mitgebracht und wir machen das jetzt am Beispiel NTP. Ja, NTP DDoS Monolith hat vielleicht der ein oder andere hier im Raum schon mal gehört. Wer hat das gehört? Okay, relativ wenige, dann lernt ihr was, sehr schön. Gibt es aber auch andere verwundbare Systeme. Memcache, die gab es vor längerem eine Sicherheitslücke, die hat richtig wehgetan. Klassisch kann man das auch mit DNS-Zonentransfer machen. Aber um an diesen Punkt zu kommen, wie man diese Attacke macht, braucht man ein paar Vorbereitungen. Ja? Zum einen müssen wir trotzdem irgendein System haben in einem Netz. Idealerweise haben wir uns das geknackt und es ist nicht irgendwie, dass wir das mit unserer eigenen Kreditkarte kaufen, weil das kommt dann irgendwann auch wieder raus. Und dann brauchen wir ganz wichtig einen Internet Service Provider. Und der, werden wir gleich sehen, macht leider auch alles nicht richtig. Aber er macht es nicht richtig, nicht weil er daran Spaß hat, sondern aufgrund von Unwissen. Genau, dann haben wir noch einen NTP-Server im Internet, der macht auch nicht alles richtig, der hat Monolith aktiv. Und dann ganz rechts haben wir so unser ganz kleines, liebes, unschuldiges Einhorn. Das ist unser Webserver und der möchte eigentlich nur ganz viel Liebe über HTTP verteilen. Aber irgendjemand hat da was dagegen. Nun, greifen wir an. Wir sind der Angreifer und wir bauen uns ein UDP-Paket. Wir nehmen UDP, da haben wir keine Handshakes, da müssen wir nichts für können, wir müssen einfach nur ein Paket irgendwo hinschicken. Und da muss nicht irgendwie erst eine Session aufgebaut werden, bevor wir Mengen an Payload schicken können. Das schicken wir an diese IP hier, das ist unser NTP-Server, den wir vorhin hatten, und wir fragen den in seiner Payload nach dem Monolith-Befehl. IP-Header und UDP-Header, ansonsten lassen wir eigentlich relativ unverändert, das können wir einfach mal ignorieren. Aber jedenfalls, wir schicken diesen NTP-Mon-Getlist-Befehl an diesen NTP-Server. Aber unser Paket, wir sind ja ein böser Hacker und unser Paket ist etwas verändert. Deswegen schicken wir das nicht mit unserer Source-IP von dem kleinen roten Server da unten, sondern mit der Source-IP unseres kleinen niedlichen Einhorns. Ja? Das heißt, die Source-IP, Einhorn, Destination-IP, NTP-Server. Okay, wir schicken unser Paket auf die Reise zu dem Router des Internet-Service-Providers. Ein Router per se hat eigentlich nur den Job, das Paket zuzustellen. Dementsprechend schaut er gar nicht erst auf den Absender, der ist ihm erstmal egal. Sondern er schaut nur auf den Empfänger und das Paket geht an unseren NTP-Server. Der Admin von unserem NTP-Server hat, wie ja schon erwähnt, vergessen, Monolith auszumachen, also antwortet er. Vielleicht für die, die nicht wissen, was Monolith ist. Monolith ist im Endeffekt ein Befehl,
den ich an einen NTP-Server schicken kann und der schickt mir dann eine Liste an allen Clients zurück, die ihn in letzter Zeit angefragt haben. Dementsprechend geht unser NTP-Server her und baut das Paket so gut er kann. Er schickt es allerdings nicht an den roten Server vorhin zurück, sondern eben, er hat ja aus der Source-Adresse gelernt, dass das Paket an unser Einhorn zugestellt werden soll. Dementsprechend antworten wir mit der Monlist, eine IP-Adresse jetzt hier in dem Beispiel von einem Client, der da angefragt hat vorhin, und schicken das zurück an unser Einhorn. Das Problem an der Geschichte ist, dass ein so ein Monlist-Item hier 172 Byte hat. Aber unseren Server, der steht im Internet, das ist ein öffentlicher NTP-Server, den hat ja nicht nur einer gefragt, sondern den haben Tausende oder vielleicht sogar Millionen gefragt, weil er am NTP-Pool mitmacht. Dementsprechend antworten wir auch nicht nur mit einer IP-Adresse, sondern mit einer riesigen Monlist. Und dadurch wird natürlich unser Paket auch deutlich größer. Jetzt musst du vielleicht wissen, im Internet hat so ein Paket normalerweise eine MTU von 1500, das heißt, das Paket ist 1500 Byte groß, abzüglich ein paar Header, Payload, also gar nicht so schlimm. Aber der NTP-Server möchte alles richtig machen und seinen Admin, der ihn nach der Monlist gefragt hat, richtig beantworten. Deswegen schicken wir viele Pakete. Und halt eben ganz normale fragmentierte Pakete. So, die gehen den Weg über das Internet. Das Internet weiß ja nichts davon, dass die IP-Adresse gespooft wurde. Und im Endeffekt kommt dann das NTP zu unserem kleinen Einhorn. Das hat viele Pakete auf einmal, was eben dieses Packet-per-Second-Problem ist, das Neuner vorhin erwähnt hatte. Es hat große Pakete und die Quelle als solche sieht es gar nicht, weil die IP-Adresse ja nirgends aufgetaucht ist in unserem Paket. Und wenn man das jetzt nicht nur mit einer Maschine hier macht, sondern man hat eben tausende Glühbirnen, die Pakete schicken können, in tausenden beschissenen Netzen, dann kommt auf einmal viel spoofbarer Traffic dazu und das tut richtig weh. Zum Vergleich, dieses NTP-Mondes-Paket hat irgendwie auch so eine Größe von grob 100 Byte, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, und die Amplification wird eben aus diesem einen Paket 9000 Pakete. Bei Memcached ist es noch viel schlimmer, das ist so eine Amplification von 1 zu 20.000. Und das ist eigentlich aktuell die größte Schmachtstelle im Internet, dass wir eben Netze haben, deren Provider Spoofing erlauben oder es eben nicht aktiv ausgemacht haben und dann eben verwundbare Services, die für Amplification genutzt werden können. Und so können wir Pakete zustellen, uns dahinter verstecken und wir machen nicht mal die Drecksarbeit, die auffallen würde, wenn wir jetzt hier eben gigabitweise Traffic schicken, sondern das machen die NTP-Server für uns, die wir nicht betreiben, sondern eben irgendwelche ahnungslosen Hoster. Ja, dann ist natürlich jetzt die Frage, okay, wir haben einen DOS, wir müssen den irgendwie erkennen. Meistens geht das irgendwie so los, Slack bimmelt, Mist, die GPN-Webseite ist down. Außerdem ist dazu gleichzeitig noch unser Backend hat irgendwie eine hohe CPU-Load, dann meckert das Netz noch irgendwie rum. Es kommen also eine unglaubliche Menge an Angriffen, an Alarmen rein, weil während so einem Angriff extrem viel los ist. Und ja, als erstes, wenn sowas passiert, ich habe es euch auf der GPN 19 erzählt, ist natürlich, wir starten unseren Incident-Prozess und schauen in unserem Monitoring nach. Wer das nochmal nachlesen möchte, bitte auf media.ccc.de. So, sobald man sich dann die Monitoring-Daten anschaut, läuft es ungefähr so. Das Netz ist überlastet, das merkt man relativ schnell, es ist irgendwie ein DDoS. Dann wackelt auch das ganze Netz irgendwie und SSH ruckelt und irgendwann geht gar nichts mehr. Und dann wollen wir irgendwie rausfinden, wer es jetzt eigentlich war. Und das erzählt euch noch, wie das geht. Genau. So, also wir gucken jetzt erstmal, kommen wir überhaupt noch auf den Server drauf, der irgendwie angegriffen wird? Also vorausgesetzt, wir haben einen Alert, wo drin steht, es geht um den Server und wir haben nicht ein Alert, wo drin steht, es geht um das ganze Netz, dann kann man sich da einloggen vielleicht und kann irgendwie so ein paar Tools benutzen, ja, IP-Top, IP-Tref, kann gucken, was ist da los, wo kommt mein Traffic her, was ist es für Traffic, was soll der da? Ist es überhaupt was Bösartiges oder ist es irgendwie tatsächlich einfach nur ein Serverproblem? Wenn ich das noch machen kann, vielleicht einen TCP-Dump immer mit -nn benutzen, sonst fängt es noch an, DNS-Requests zu machen und alles wird schlimmer. Wenn man TCP-Dump irgendwie ankriegt, noch gleich ein PCAP-File wegspeichern, wo irgendwie so ein paar Pakete drin sind, damit man die sich später nochmal angucken kann, wird später nochmal wichtig. Aber wenn TCP-Dump tut, Packet Capture machen, hilft später. Wenn ich nicht mehr auf den Server komme, dann kann ich vielleicht im Netz davor noch irgendwie gucken. Also es gibt zum Beispiel Netzwerk-Hardware, die hat ACLs, das sind quasi kleine Firewalls auf dem Port. Und da kann ich Counter haben und dann kann ich sowas sagen wie
irgendeine Firewall-Regel da drin erlaubt irgendwelchen Traffic oder verwirft irgendwelchen Traffic und ich kann halt gucken, wo schnellen die Counter in die Höhe. Ich kann dann irgendwie sagen, ich habe eine Regel, die mir irgendwie UDP wegfiltert oder so und kann dann gucken, okay, kommt da ganz viel UDP, kann damit ein bisschen arbeiten. Ist alles ein bisschen unhandlich. Bisschen handlicher, aber eigentlich immer noch unhandlich wäre es, wenn ich jetzt sage, ich gucke meine Netzwerk-Monitoring-Software an, ich habe vielleicht eine Weather-Map von meinem Netzwerk und kann da gucken, da gibt es eine dicke rote Linie, wo geht die hin? Oder ich kann einfach, so wie jetzt hier auf dem Bild zu sehen ist, einzelne Ports angucken und nachverfolgen, wo geht das hin und wo kommt es her? Und kann halt einfach so ein bisschen Insight gewinnen. Weil solange ich nicht weiß, was angegriffen wird und wie es angegriffen wird, kann ich natürlich auch nichts dagegen tun. Ja, wird schwierig. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen manueller Prozess und unhandlich und will man eigentlich nicht machen im Notfall, weil dauert natürlich dann auch seine Zeit. Viel besser Flow-Daten. Switche und Router können Flow-Daten sammeln und da kriege ich halt viel mehr Infos über, was im Netz gerade passiert. Was sind Flow-Daten? Es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen davon. S-Flow, J-Flow, Netflow, IP-Fix sind so die gängigen Beispiele. Und die Idee dabei ist, ich habe das auf einem Router oder Switchport konfiguriert und alle Pakete, die da durchgehen, werden gesampled. Das heißt, ich nehme dann zum Beispiel jedes tausendste Paket raus. Klingt jetzt nach wenig, aber wenn so ein Angriff läuft mit ein paar Million Packets per Second, sind halt irgendwie eins von tausend immer noch sehr viele. Und dann gucke ich mir die Header an, nur die Header, ja, anstrengend genug für den Router. Nehme die IP-Source- und Destination-Adressen raus, ich gucke mir die Ports an und die Protokollnummer, also zum Beispiel TCP, UDP, ICMP. Und zum Teil wird dann auch noch Flows aggregiert, im Fall von NetFlow zum Beispiel. Und dann schicke ich diese Flow-Informationen an einen zentralen Server. Auf dem Server habe ich dann irgendwelche Auswertesoftware laufen, die sich die ganzen Flow-Daten anguckt. Da muss man dann immer gucken, wie es mit dem Datenschutz. Lässt man das nur in Memory laufen oder schreibt man das auf die Platte und hat irgendwie 2 Stunden History oder eine ganze Woche History oder so. Das muss man dann immer jeweils für den Einzelfall klären. Aber da läuft dann irgendeine Software, die mir das auswertet. Bekannte Beispiele sind zum Beispiel NFSEN, Elastiflow, FastNetMon oder FlowPipeline. Da kann ich mir dann zum Beispiel Bilder plotten lassen. Also wenn ich zum Beispiel weiß, es geht um einen bestimmten Server, kann ich schon mal sagen, zeig mir die Flow-Daten für diese Ziel-IP-Adresse und kann damit halt ein bisschen mehr auswerten. Ziel wäre es dann jetzt, die Top-Talker zu identifizieren. Also wohin geht der DDoS? Oder wenn ich schon weiß, kann ich dann direkt den Top-Talker angucken und kann gucken, was ist für eine Art von Traffic. Ich muss gucken, ist der Traffic legitim oder ist es ein DDoS? Also es kann natürlich auch immer passieren, dass irgendwelche Alerts anschlagen und eigentlich wollte nur jemand ein Backup machen und das Backup macht die Leitung voll. Ja, also False Positives sind ein Ding. Und es geht mir halt darum, einfach Insights zu gewinnen. Auch, was ist der gute Traffic? Also wenn ich nachher irgendwie eine Mitigation machen will, wenn ich den DDoS irgendwie abwehren will, dann muss ich natürlich auch wissen, was für ein Service läuft da, was tut der, was soll nachher noch funktionieren, wo muss ich aufpassen. Disclaimer, NetFlow ist so ein bisschen drinking from the hose. Also wenn da so ein Angriff mit Million Packets per Second läuft und ich habe irgendwie 100 Interfaces, wo das durchgeht, dann kommt irgendwie echt viel an Flow-Daten an. Und es kommt natürlich auch noch der ganze andere Kram, der okay ist, an. Das heißt, so ja, ein Server, der sowas auswertet, der braucht dann auch schon ein bisschen Power. Und ich muss dann halt auch irgendwie gut filtern, was ich damit mache. Und ich kann dann auch nicht irgendwie ein Jahr lang Daten speichern, weil sonst brauche ich irgendwie ein eigenes Rechenzentrum für die Flow-Daten. Außer ich aggregiere die entsprechend und so weiter. Ja, was macht man damit? Wie gesagt, es gibt verschiedene Tools, die einem das anzeigen, die einem da irgendwie Insights geben. Und es gibt auch Tools, die automatisch Anomalien erkennen. So ein Open-Source-Tool, ich habe es gerade schon genannt, ist FastNetMon. Ja, da kann man dann zum Beispiel sagen, ich habe da eine Farm von Webservern mit diesem Präfix und die machen HTTPS. Das heißt, wenn da jetzt irgendwie mehr als 100 Mbit NTP reinkommt, dann ist definitiv irgendwas falsch und dann kommt ein Alert und dann habe ich irgendwie eine Anomalie erkannt. Und es gibt natürlich auch noch einen Haufen kommerzielle Produkte, die sowas tun, die dann irgendwie auch Smart, Self-Learning, AI, whatnot, alles machen. Wollten wir aber, wie gesagt, nicht drauf eingehen. Es gibt auch Feeds von bekannten Angriffsmustern. Auch da gibt es wieder freie und kommerzielle Quellen, die ich mir dann da reintun kann und mir quasi automatisch daraus Alerts bauen kann. Es gibt so ein paar Probleme dabei, zum Beispiel, wo fängt Anomalie an? Also
zum Beispiel, ich habe eine Webserver-Farm, die macht irgendwie so Tagesmittel immer so 10 Gigabit. Jetzt macht die irgendwie mal 12 Gigabit. Ist das schon eine Anomalie? Ist das schon irgendwas komisch? Muss man da schon gucken? Ja, wahrscheinlich nicht. Dann habe ich da plötzlich irgendwie einen FTP-Transfer. Ist das eine Anomalie? Macht da jemand Backups? Man weiß es nicht. Das nächste ist dann, wenn ich eine Anomalie gefunden habe, ist die Anomalie überhaupt böse? Ja, es könnte ja zum Beispiel sein, dass irgendwie es ein neues Release von irgendeinem Spiel gibt, dass ein Champions League-Spiel läuft und plötzlich da irgendwie ganz viel Videostreaming im Netzwerk passiert. Also es kann ja durchaus Anomalien geben, die irgendwie gutartig sind, sage ich mal. Und so Anomalie-Detection von kommerziellen Herstellern, die kriegt dann da gleich mal Panik und dann muss man halt von Hand nochmal gucken, was passiert da jetzt, will ich das wirklich weggefiltert haben. Hängt aber auch ein bisschen davon ab, ob der Traffic jetzt irgendwo hingeht, wo ich weiß, was da passiert. Also wenn es eine Webserver-Farm ist, dann kann ich relativ klar sagen, da muss kein Gigabit-NTP-Traffic ankommen. Wenn es jetzt aber ein Internetanschluss von einem Kunden ist, dann kann ich vielleicht nicht so genau sagen, was macht der Kunde da eigentlich und sieht das legitim aus. Im Zweifelsfall muss ich den anrufen und fragen. Genau, aber mit diesen selbstdefinierten Pattern zu einem selbstdefinierten Netz, das ich gut kenne, geht das ganz gut. Und wenn ich dann so eine Anomalie erkannt habe und das schlecht aussieht, dann kann ich auch damit mit diesen Informationen automatisch Mitigation triggern. Also ich kann dann irgendwie ein Skript schreiben, das mir dann quasi sagt, wenn die DDoS-Anomalie erkannt wird, also wenn eine NTP-Anomalie erkannt wird, dann läuft eben ein Skript los, das irgendeine Art von Mitigation nachher triggert. Genau, hier nochmal so ein Beispiel, ein letztes Wort zur Anomalieerkennung. Das ist ein Bild von einem Transit-Provider-Anschluss. Da dümpelt irgendwie so eine Woche lang ganz wenig Traffic rum und dann sind da plötzlich 54 Gigabit drauf. Und das ist legitimer Traffic, das ist kein DDoS-Angriff. Das hat möglicherweise was mit einem Teilchenbeschleuniger in der Schweiz zu tun. Aber das ist legitimer Traffic. Aber was würde jetzt so eine AI, so eine automatische Self-Learning-Irgendwas-Erkennung damit tun? Ja, also die wäre da wahrscheinlich ein bisschen irritiert von. Das heißt, man muss halt gucken, in welchem Szenario setze ich das ein. In manchen Szenarien funktioniert das sehr gut. In manchen Szenarien muss ich wirklich aufpassen, was ich da tue. Genau. Und wenn ich jetzt so eine automatische Anomalieerkennung habe und ich weiß, die tut sinnvolle Dinge, die ist ordentlich konfiguriert, kann ich dann halt sagen, ich mitigiere das jetzt automatisiert. Genau. Und das bringt uns ja eigentlich zu der Frage, wie man eigentlich so ein DDoS mitigiert. Ich fange jetzt gleich mal relativ einfach an und wir werden dann immer Stückchen für Stückchen fortgeschrittener. Ich glaube, das Wichtige an der Geschichte, die wir jetzt in den nächsten 10 Minuten oder so erzählen, ist, dass das nicht die Patentlösung ist, sondern die Lösung ist, Teile davon richtig einsetzen im richtigen Use Case, wenn man sein Zeug versteht. Aber fangen wir vielleicht erstmal mit dem Verstehen an. Wer greift denn eigentlich an? Ja? Kommen vielleicht 80% des Traffics von einer Handvoll Hosts? Mitigation relativ einfach, ich mache die Handvoll Hosts aus. Dann vielleicht, wie Neuner schon sagte, welcher Service wird angegriffen? Wenn ich einen Webserver betreibe und da gerade hunderte Megabit oder Gigabit an DNS-Traffic oder NTP-Traffic draufkommen, dann kann ich die einfach droppen. Das macht es mir viel einfacher, das Zeug zu mitigieren, als in extrem komplexe Dinge reinzutauchen oder irgendwelche automatischen Regeln zu deployen. Also meistens hilft es einfach nochmal, wenn man da mit gesundem Verstand und gesundem Verständnis von diesem Netz sich überlegt, was hier gerade eigentlich passiert. Aber wie gesagt, unser Ziel ist es jetzt, ein paar Methoden vorzustellen und ihr schaut euch dann an, was für euch die beste Methode ist. Das Einfachste ist natürlich Blackholen, Nullroute setzen, wie auch immer man es nennen möchte. Manche nennen es Discard-Route. Das kommt darauf an, welchem Vendor man am liebsten Geld in den Rachen schmeißt. Gut, also je nachdem, ob wir den Angreifer kennen oder nicht, gehen wir entweder her und Nullrouten natürlich den Angreifer. Oder wenn wir den Angreifer nicht kennen, aber wir jetzt gerade einen Webserver weggeschossen kriegen, aber noch 100 andere nebendran zu betreiben haben, dann schießen wir halt diesen einen Webserver selber weg. Dann ist der zwar offline, aber hoffentlich lebt der Rest vom Netz. Also meistens in unserem Provider-Geschäft geht es halt darum, 99% der Kunden glücklich zu machen bei solchen DDoS-Angriffen. Und wenn es den einen dann erwischt, dann ist das im Zweifel das leichtere Opfer. Natürlich möchte man idealerweise 100% schützen, aber das geht nicht immer. So. Also diese Null-Route, Discard-Route, dieses Black-Hole installieren wir jetzt eben auf unserem, wir nennen sowas meistens Internet-Edge, also auf den Routern, die ganz nah am Internet hängen, weil dann muss der Traffic eben nicht durchs ganze Netz, sondern wird so früh wie möglich weggeschmissen. Hat natürlich Vorteile, das ist super einfach und super schnell, insbesondere wenn man dafür nicht das von Hand macht und auf dem Router irgendwie sagt,
hier diese Discard-Route, und das muss man dann auf jedem Router von Hand machen, sondern idealerweise kann man sowas über BGP signalisieren. Ihr werdet es heute noch häufiger hören. Wir als Netzwerke finden BGP super und würden gern am liebsten alles darüber signalisieren, auch dass wir Hunger haben oder Bier brauchen. Nun, Kontra ist natürlich, das Ganze ist ziemlich binär. Weiteres Kontra, wenn der Angreifer, also wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, 100 Gigabit Uplink-Kapazität habe und der Angreifer mehr, bin ich trotzdem aus, weil es kommt ja alles an meinem Internet-Edge an und ich kann nicht mehr Bandbreite herzaubern. Dementsprechend ist das limitiert. Außerdem können Typos bei der Geschichte extrem schnell, extrem wehtun. Wer schon mal ein Slash 3 statt einem Slash 32 geroutet hat, weiß, wie schmerzhaft das wird. Ja? Also passt da auf und idealerweise baut euch auch bei sowas Sicherheitsmechanismen ein. Gut, aber was, wenn wir nicht genug Bandbreite haben und der Angreifer uns jetzt hier eben mit 300, 400, 500 oder 700 Gigabit oder sogar einem Terabit reinknallt? Dann haben wir immer noch unsere Transit-Provider. Mit denen sprechen wir, ich hätte jetzt nicht gedacht, BGP. Und da gibt es eine Technik, die nennt sich RTBH, Remotely Triggered Black Hole. Damit installiert sich dann auch euer Transit-Provider eben diese Null-Route in seinem gesamten Netz und schmeißt den Traffic eins weiter oben weg. Und idealerweise hat euer Transit-Provider hoffentlich mehr Bandbreite als ihr selber, sonst würde ich die Wahl des Transit-Providers vielleicht nochmal überdenken. Und idealerweise gibt auch der Transit-Provider, euer Transit-Provider gibt die dann auch an seine Transit-Provider weiter, sodass quasi das ganze Internet in der Zukunft hoffentlich diesen Traffic zu euch droppt. Wer sowas mal sehen möchte, ja, von jedem Transit-Provider kriegt man im Endeffekt so ein PDF oder es gibt eine Webseite, wo die ganzen Communities draufstehen. Hier jetzt bei der Deutschen Telekom, die haben eine wirklich ausgezeichnete Dokumentation. Schicken wir eben hier die BGP-Community 65.000.0 an mit einer /32-Route oder eben /128 bei IPv6 und dann gehen die her und blackholen das. Ist natürlich super. Es ist im Endeffekt das gleiche wie diese Nullroute, die wir vorhin hatten, nur mehr Bandbreite, als wir selber haben. Kontra ist, das kann nicht jeder Transit. Falls eure das nicht kann, kündigen. Wenn er Geld dafür will, kündigen, weil das kostet den nichts. Und es ist eine Frechheit, für sowas Geld zu verlangen, meines Erachtens. Und sowas braucht Vorbereitung. Sowas fangt ihr nicht mal eben an, wenn ihr jetzt gerade angegriffen werdet, sondern überlegt euch sowas im Vorfeld. Dementsprechend auch nachschauen, exakt was der Provider da will. Zum Beispiel bei der Telekom steht hier auch schön drin, requires authorization from holder of address space. Das heißt, da müsst ihr vielleicht in der IRR-Datenbank, also zum Beispiel bei der RIPE, entsprechende Objekte anlegen. Lest es vorher, sprecht mit eurem Provider, nehmt es auch insbesondere in eure Provider-Auswahl mit, wenn ihr sowas macht. Gut, aber es ist immer noch ausmachen. Dementsprechend versuchen wir das mal vielleicht nicht ganz so binär zu lösen und den Service am Laufen zu lassen. Und dazu darf der Neuner weitermachen. Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen Gas geben, damit nachher noch schön Zeit für Q&A ist. Alles wegdroppen ist natürlich blöd für den Kunden oder den Service oder wie auch immer. Das heißt, im besten Fall versuchen wir das irgendwie so hinzukriegen, dass der schlechte Traffic, der DDoS gedroppt wird und die Service-Zugriffe quasi weiterhin durchkommen. Ganz klar. Schon angesprochen, Webserver braucht nicht unbedingt NTP von außen. Manche Dienste müssen überhaupt gar nicht von außen erreichbar sein. Da wäre dann die Frage, warum habe ich überhaupt irgendwie die Firewall von außen offen? Macht Sinn für manche Dienste, eine ACL oder eine Firewall sehr weit vorne im Netz zu haben, dass der Traffic gar nicht bis dahin kommt? Oder ich benutze sogar Rate Limits, die statisch konfiguriert sind. Kein Server braucht mehr als 10 Mbit DNS, außer es ist vielleicht irgendwie ein ganz großer DNS-Resolver oder so. Zum Teil können Router schon die Rate Limits, das heißt, das muss ich nicht mal unbedingt auf dem Server machen, sondern ich kann das auf dem Router vorne dran machen, der im Zweifelsfall viel mehr Bandbreite hat, das quasi ein bisschen mehr im Netz verteilen. Und der Rest, der dann noch übrig bleibt, den könnte ich dann zum Beispiel auf dem Server jetzt machen. Also im Zweifel halt irgendwie eine Art von IP-Tables-Firewall oder was auch immer ich dann halt einsetze, um das noch ein bisschen feingranularer zu filtern. Vorteil, der Service kann, wenn man das schlau macht, wenn man das schlau hinkriegt, irgendwie weiterlaufen. Nachteil, das ganz spät am Host feingranular zu filtern, kann natürlich schwierig sein, wenn der DDoS so groß ist, dass das ganze Netz davor schon überlastet wird. Das heißt, am Host zu filtern ist dann schon zu spät. Das Ganze ist auch relativ langsam im Zweifelsfall. Also wenn ich jetzt erstmal gucken muss, was ist genau der Angriffstraffic, wie muss die Firewall-Regel dafür aussehen,
Das ist alles viel manuelle Arbeit, das ist aufwendig, vielleicht kompliziert, vielleicht muss man noch den RFC lesen, wie DNS funktioniert, um das irgendwie richtig auseinanderklamüsert zu bekommen, will man vielleicht irgendwie nicht machen. Deswegen gibt es Flowspec. Genau. Kurze Frage im Raum, wer hier weiß, was Flowspec ist? 3, 4? Okay, 5. Cool, dann lernen wir jetzt was. Also, wie ihr schon erwähnt, Flowspec, wir Netzwerker möchten alles mit BGP signalisieren, deswegen Firewall, aber über BGP. Im Endeffekt sieht es so aus, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, BGP ist nicht nur dazu da, um Routen auszutauschen, sondern es heißt eigentlich Multiprotocol BGP und wir können da drin alles Mögliche machen. Wir können MAC-Adressen über BGP verteilen, was davor so ein ARP gemacht hätte, oder eben auch Firewall-Filter im vereinfachten Sinne. Das sieht dann so aus, wir gehen im Endeffekt her, wir haben das jetzt mal auf dem GPN-Router gemacht in der Vorbereitung des Talks. Die Regel ist nicht mehr drin, ihr könnt den NTP-Server mit mehr als 100 Mbit erreichen. Im Endeffekt gehen wir her und legen uns eine Route an, die ein paar besondere Felder hat. Das heißt, wir matchen hier wie bei einer Firewall auf UDP, Port 123, also NTP, schreiben noch eine Source rein, in dem Fall jetzt der NTP-Server des Bellevue, und dann rate-limiten wir den. Dann passiert in dem Router was ganz Nettes. Er installiert diese Route in Hardware. Das heißt, die ganzen Pakete, die da reinkommen, müssen nicht erst irgendwie zur CPU, der Rechner muss sich überlegen, oh, ist das jetzt gut oder schlecht, sondern das passiert alles in Hardware und dementsprechend haben wir eigentlich die gleiche Menge an Bandbreite, die wir mitigieren können, wie auch unser Router an angeschlossener Bandbreite hat oder falls der Router eben nicht in Line Rate funktioniert, dann die entsprechenden Limits. Und das Schöne ist dann, diese Route ist nicht nur auf dem Router selber, sondern die wird durchs ganze Netz per BGP verteilt und somit installieren automatisch ab dem Zeitpunkt, wo diese Route injected wurde, das ganze Netz diese Firewall-Regel. Es ist super schnell, super performant und es kann halt auch von programmatischen BGP-Speakern injected werden. Also wenn zum Beispiel jetzt die Flow-Anomalie-Erkennung, die der Neuner vorhin erwähnt hat, erkennt, da ist irgendwas blöd und wir haben sie richtig eingestellt, dann kann die direkt hergehen, einen Exa-BGPD oder Go-BGPD nehmen und entsprechend direkt schon diese Flow-Regel reinhauen und dann mitigiert mein Netz von ganz selber sein DDoS. Das Ganze hilft aber auch, wie vorhin, nur wenn wir genug Edge-Kapazität haben. Also wir können eben hier diese Flow-Spec-Regel meistens nicht an Transit-Provider weitergeben. Das ist gerade so in der Mache, dass es den einen oder anderen gibt, der Flow-Spec mit euch spricht. Aber da wiederum gibt es, glaube ich, gerade wirklich vielleicht, also ich kenne einen, der es tut. Ja. Und das Ganze geht halt auch nur wieder bis Layer 4. Also über den Port hinaus werden wir nicht kommen. Dementsprechend müssen wir irgendwie auf Layer 5 bis Layer 7 weitermachen. Ja. Ein guter DDoS sieht aus wie legitimer Traffic. Ja, also das heißt, man sieht das manchmal, wenn Hosts angegriffen werden, dann kommt erstmal so eine ganz dumme NTP-Amplification-Attacke, die ist super schnell weggefirewallt oder vielleicht sogar schon von Anfang an irgendwie gar nicht, die kommt gar nicht durch. Und dann, wenn es ein Angreifer wirklich wissen will, dann wird das manchmal so über die Zeit, über Tage immer so ein bisschen besser. Und irgendwann sieht dann der gute DDoS-Angriff so ein bisschen aus wie User-Traffic. Also bei einem Webserver dann vielleicht tatsächlich HTTPS-Requests auf irgendeine URL. Und es wird halt irgendwann echt schwer, das von legitimem Traffic zu unterscheiden. Auf dem Router habe ich dann keine Chance mehr. Das Gute ist, so ein gut gemachter DDoS, der irgendwie komplex ist und der aussieht wie User-Traffic, den kann ich nicht mehr irgendwie mit Amplifications machen, sondern der hat dann in der Regel ein kleineres Volumen. Und dann muss ich es vielleicht auch gar nicht mehr auf dem Router machen, sondern ich brauche einfach einen Host, der genug Bandbreite hat, der das dann hinkriegt. Das heißt, für den Beauftrager, für den Ursprung des DDoS wird das alles ein bisschen teurer und aufwendiger. Und man kann das in der Regel auch nicht mehr so einfach einkaufen. Also ist ein bisschen unterschiedlich, also zumindest wird es teurer. Die Unterscheidung, was jetzt gut und böse ist, muss deswegen aber im Application Layer stattfinden. Das heißt, bei HTTP gucke ich dann irgendwie in den User Agent, ich muss mir Header angucken, ich muss mir irgendwelche Flags und so Sachen angucken. Was man auch machen kann, ist das klassische Fail-to-Ban, kennt vielleicht der eine oder andere von SSH, wo man dann sagt, irgendein Client, der sich dreimal versucht hat einzuloggen und es nicht geschafft hat, der kommt dann einen Tag lang auf die Sperrliste oder sowas. So Sachen kann man machen. Und ja, letztendlich kann man auch versuchen, bekannte Angriffsmuster aus irgendwelchen Quellen sich anzugucken und zu gucken, ob das hier zutrifft oder Muster selber finden. Da kommt wieder das PCAP-File ins Spiel, das wir am Anfang gezogen haben. Ich gucke mir dann quasi die Pakete an und gucke, ob es irgendwelche Gemeinsamkeiten gibt. Das ist auch wieder ein manueller Prozess. Das kann aufwendig sein. Es kann das Problem lösen,
Also wenn ich es geschafft habe, irgendeinen Pattern zu finden und dann mit einer Firewall-Regel sagen kann, den ganzen Mist kannst du wegschmeißen und der gute Traffic kommt noch durch, habe ich gewonnen. Aber wie gesagt, ist kompliziert, ist aufwendig und geht nur, wenn dann tatsächlich da, wo ich die Firewall-Regel setzen kann, auch genug Kapazität da ist. Das heißt, im Zweifel will ich es vielleicht noch ein bisschen kombinieren mit einem Rate-Limit oder so. Das sind so die, ja, die Optionen. Ein Beispiel dazu, wir können uns jetzt überlegen, so eine UDP-Flood, also zum Beispiel, das ist so ähnlich jetzt wie das NTP-Monolist, wenn jemand einen Zonentransfer zum Beispiel anfragt bei einem DNS-Server, dann gibt es einen ähnlichen Prozess. Dann kommen ganz viele UDP-Pakete, zum Beispiel, sagen wir jetzt hier mal, zu einem DNS-Server. Und dann gucken wir uns das an, gucken mal in das PCAP rein und stellen fest, da sind ganz viele Queries, das sind irgendwie große, oder nicht unbedingt Queries, aber da sind ganz viele große UDP-DNS-Pakete. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, dann stellt man fest, okay, DNS-Queries sind normalerweise eher klein und dürfen laut Standard auch irgendwie, glaube ich, nur so 300 Byte groß sein. Also da gibt es irgendwie so Limits. Da kommen aber ganz viele große Pakete. Und dann könnten wir jetzt schon mal sagen, okay, wir nehmen eine IP-Tables-Regel, filtern auf eine bestimmte Paketgröße und schmeißen die großen Pakete alle weg. Und damit haben wir schon extrem viel gewonnen. Kann natürlich immer sein, da muss man jetzt seinen Service genau kennen, dass es da ein bisschen Kollateralschaden gibt, aber das gibt es bei einem DDoS so oder so. Ja, aber vielleicht habe ich damit schon sehr viel gewonnen. Wenn ich jetzt ins Wireshark ein bisschen mehr reingucke, dann muss ich vielleicht eine Weile stöbern, finde vielleicht noch mehr Pattern. Also häufig sind in so Angriffen irgendwelche Magic Numbers hardcoded, also da gibt es ein Skript, da ist ein Template drin, wie das Paket aussehen muss und da sind irgendwelche zum Beispiel Query-IDs, Transaction-IDs, URLs, solche Sachen hardcoded. Und dann gibt es so tolle Sachen, so tolle abgefahrene Sachen wie das IP-Tables U32-Modul, wo man irgendwie so irgendwo im Paket sagen kann, dieses Byte muss aber irgendwie 1.3, also 0x1.3 und das andere Byte muss 0x3.7 sein. Und dann kann man quasi auf diese hardcoded Magic Numbers, wenn man welche gefunden hat, matchen und kann den Kram dann auch noch rausfiltern. Also das ist jetzt dann so die Königsklasse von, man hat wirklich alles getan und hat dann wirklich irgendwie ja, die letzten Reste auch noch rausgekriegt. Ja, ich habe ja noch geschrieben, Netzwerkchirurgie am lebenden Objekt. Also da muss man sich dann auch wirklich hinsetzen und die Pakete angucken und so Pattern finden. Das Ganze gibt es auch als fertige proprietäre Firewall fertig zu kaufen. Das ist quasi das Gleiche, hat schon jemand für dich gemacht. Die Kosten, die dabei entstehen, sind in der Regel für das Knowledge über die Regeln, die da drin stecken. Das heißt, die Hardware selber ist meistens gar nicht so besonders, aber die Regeln sind halt das, was kostet. Die wird in der Regel einmal dimensioniert für, sagen wir mal, ein Servernetz, stellt dann die Firewall vor das Servernetz und die ja, filtert dann alles weg. Ist häufig einfach hübsch angemalte Commodity-Hardware und könnte man im Prinzip auch selber machen, aber man müsste halt die ganzen Regeln kennen. Ja, das heißt, wenn ich mir so ein Ding hinstelle, das ist super einfach, das ist gar kein Stress, enthält ganz viel tolle Magie, die häufig die richtigen Dinge tut, manchmal nicht, in 90% wahrscheinlich schon. Problem ist, diese Dinge werden in der Regel in ihrem Eigengewicht in Gold aufgewogen. Das heißt, das ist normalerweise richtig schmerzhaft, sich so ein Ding irgendwo in entsprechender Kapazität hinzustellen. Und die braucht dann natürlich auch die Kapazität, weil das muss ja den kompletten DDoS ingressen können, damit es irgendwie auch alle Pakete wirklich, die gut sind, nachher wieder rauslassen kann. So, jetzt kann man das aber kombinieren. Genau. Im Endeffekt wird es jetzt noch teurer. Per Flowspec können wir nicht nur irgendwelche Regeln machen, sondern wir können per Flowspec auch den Nextop modifizieren. Das heißt, es kommt ein Paket quasi rein und wir setzen den Nextop auf unsere hier stilistisch schön dargestellte Waschmaschine. Und dann setzen wir uns quasi einfach dazwischen und leiten allen Traffic durch. Das mache ich natürlich nicht, wenn ich so eine Firewall habe, wie der Neuner gerade eben erwähnt hat, aber vielleicht bin ich Internet Service Provider und kann nicht vor jeden von meinen Kunden so eine Firewall stellen. Die macht dann auch hier ganz viel Magie für ganz viel Geld, so als grobe Daumenregel, 100 G davon kosten einen sehr hohen sechsstelligen Betrag, vielleicht sogar siebenstellig, wenn ihr wenig davon kauft, also überlegt euch sowas vorher gut. Es ist natürlich auch hier wieder viel schwarze Magie, die Buggen können das eh nicht und auch die Integration von so einer Waschmaschine ins Netz braucht einiges an Know-how, also das wird euch nicht der kleine Systemhaus-Netzwerker machen, der euch vielleicht die zwei Switche konfiguriert hat. Und auch hier wieder hilft nur, wenn wir selber genug Edge-Kapazität haben. Ich glaube, wir müssen ein bisschen beschleunigen. Ja, wir beschleunigen. Das Ganze gibt es natürlich auch in der Cloud. Im Endeffekt nichts anderes, nur dass ich dann sage, okay, ich möchte das Netz nicht selber betreiben, sondern wenn ich angegriffen werde, kapp ich meine Internet-Uplinks
und lass einen Cloud-Provider, die Werbung dafür habt ihr bestimmt schon 1000 Mal gesehen oder auch die Captures, sich drum kümmern. Und dann kriege ich quasi von dem nur sauberen Traffic aus seiner Cloud-Waschmaschine zurück. Super, ist einfach, muss selber keine Edge-Bandbreite haben. Es hat hoffentlich die Cloud, kostet aber ungefähr pro IP-Adresse, die ihr schützen wollt, 10.000 Euro pro Jahr. Und das Setup kostet auch nochmal 20.000 bis 30.000 Euro pro IP. Und wenn du das dann noch möchtest, dass es always on ist und dein Traffic immer nur sauber zurückkommt, dann kannst du es quasi gar nicht mehr bezahlen. Ja. Genau, Strategie würde ich jetzt vielleicht mal skippen, nur ein kurzes Wort dazu. Also überlegt euch halt quasi, ab wann fahre ich was? Bei kleinen DDoSen blackhole ich vielleicht, wenn es größer wird, rate limite ich oder schiebe es in die Waschmaschine und je nachdem, ob jemand dafür zahlt, wird es halt geblackholed oder kommt in die Waschmaschine. Ich glaube, zwei Slides würden wir auf jeden Fall gerne noch machen, nämlich was wir jetzt tun können, wenn das in Ordnung ist. Ja, danke. Ja, also was kann ich jetzt tun? Ja, die Punkte stehen im Prinzip alle da. Das Monitoring muss laufen, das muss jetzt laufen. Ihr müsst jetzt gucken können, wo der DDoS-Angriff hingeht. Ihr müsst die Communities vom Provider gelesen haben. Ihr müsst im Prinzip auch wissen, wie sieht euer Netz aus. Ihr müsst alles von Anfang an resilient auslegen. Also die wichtigen Dinge jetzt schon geschützt haben. Die Firewall sollte jetzt schon da sein vor dem Management-Netz, eh klar. Was auch sinnvoll sein kann, sind die Strategie sich vorneweg bereitzulegen und Risk Groups zu trennen, dass ich quasi sage, ich habe hier das eine Servernetz, das tut irgendwelche Dinge und ich habe für einen anderen Kunden komplett getrenntes Netz irgendwo anders und wenn das eine irgendwie in Flammen steht, dann funktioniert das andere noch weiter. Und wenn ein Angriff stattfindet, ganz viele Dinge vorbereiten, dass man irgendwie mit Copy-Paste quasi Mitigation einschalten kann. Genau, die zweite Slide. Kenn dein Netz, kenn deine Protokolle, du musst wissen, was da passiert. Wenn ein Angriff stattfindet, hol vielleicht noch die Sysadmins dazu, hol möglichst viele Leute dazu, die sagen können, was ist gut und was ist schlecht, was kann man firewallen und was nicht. Und auch nicht blind darauf vertrauen, dass automatisierte Dinge automatisiert funktionieren. Und die Bandbreite muss da sein. Ja, throwing bandwidth at the problem, machen Provider immer gerne. Ja, mind your manners. Ganz kurz, wenn diese Punkte erfüllt sind, haben wir keinen DDoS mehr. Also ISPs müssen quasi Source Address Spoofing verhindern. Hoster sollten schneller auf Abuse für gehackte Server reagieren. Sysadmins müssen gucken, dass die Services richtig konfiguriert sind, dass so Reflections einfach nicht funktionieren. Und auch ganz wichtig, Endkunden keinen billigen Krempel kaufen, die dann mit Default-Passwörtern irgendwie ungefirewallt im Internet hängen. Ja, seid wie Momo, rate-limited euer Glühbirnen-VLAN. Das ist kein Witz. Ja, dankeschön.